ever, die Show, die Wissenschaft. Unsere Gäste heute, Peter Lohmeier und Andreas Sawatzki. Gefahr unter der Haube, wir sprengen nicht nur den Rahmen. Wer kann's besser? Küchengeräte im Eiertest. Und Tricks in der Praxis. Was macht uns wirklich wieder gesund? Und hier sind Barbara Ehlichmann und Wiegald Boning. Die heutige Clever-Ausgabe ist nur was für die ganz Hartgesottenen unter Ihnen. Wir hauen auf den Putz, stechen in See und schlagen Eier zu Brei. Ja, und unsere Gäste werden heute ganz schön unter Strom stehen. Und dass sie dabei keine Funken schlagen, dafür verbirgt sich auch heute wieder mein kompetentes wissenschaftliches Team, bestehend aus Zitronen, Apfelsinen und einer Erdbeere. Entschuldigung, falscher Text, falsche Show. Ich meine natürlich mein kompetentes wissenschaftliches Team, bestehend aus Ingenieuren, Professoren und einem Klabautermann. Ich leg schon mal ab. Ahoi, Frau Ehlichmann. Ahoi. Der Mann, der weiß, was Frauen wirklich wissen wollen, Wiegald Boning. Und das Beste, unsere Gäste. Tatortkommissarin Andrea Sawatzki wird clever ihr schwerster Fall. Und Peter Lohmeier, ein echter Kerl, aber auch ein Schlaumeier. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. Grüß dich. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Das Schöne für mich an Clever ist ja, man kann hier fragen, fragen, fragen. Nichts ist peinlich, alles im Dienste der Wissenschaft. Und da kann ich eigentlich auch gleich bei dir mal nachhören. Was bist du eigentlich so ganz persönlich und speziell für einen Eiertyp? Für einen Eiertyp? Rührei. Rührei? Ja. Das finde ich super. Das mögen viele Leute gerne. Und wenn es dann doch mal ein Spiegelei ist, dann gerne umgedreht und durchgebraten? Nee, eine Seite reicht. Und dann so ein bisschen schleimig oben drauf? Nee, nicht ganz schleimig, ein bisschen schleimig. Ach so. Wie ist es bei dir? Hart gekocht oder lieber weich? Hart. Ja? Weich mag ich nicht, also ganz hart. Ostereier. Und Rührei auch? Ja. Ja. Das ist super, denn ich habe für euch zwei Rührei bestellt. Das würde mich freuen, wenn ihr es mal probieren könntet. Das ist sozusagen ein kleiner Speisetest, den wir hier für euch vorbereitet haben. Das ist kein Granulat. Das ist auch kein Hüttenrührei. Das ist ganz normales Rührei mit ein wenig Salz und Pfeffer. Hier ist Besteck in der Serviette. Das ist gar nichts Seltsames. Es sieht nur ein bisschen anders aus. So eine leichte Körnung. Mögt ihr es mal probieren? Sollen wir wahrscheinlich, ne? Das wäre ganz nett von euch. Und dann sagen, wie es schmeckt. Oh Gott. Ihr seid so skeptisch. Ich habe Clever schon mal gesehen, aber es ist nichts Schlimmes. Das ist okay. Na? Ja. Kann man essen. Für den geneigten Rührei-Liebhaber gleichsam eine deliziöse Speise. Ja. Wie schmeckt es dir? Naja gut, es ist vielleicht ein bisschen zu lange gegart. Das kann schon mal passieren bei so einer Sendung. Aber es ist ja auch speziell zubereitet worden in einem speziellen Boningschen Eierkocher. Geiz ist geil. Immer mehr Deutsche verzichten auf Hose, Hut und Herd. Aber ohne Herd kein Rührei. Doch keine Sorge, liebe Geizkrägen, es gibt Hoffnung. Rührei lässt sich auch ohne Herd formidabel zubereiten. Aber wie? Da hätten wir einmal das Handy. Wer hat nicht schon mal heiße Ohren beim Telefonieren bekommen? 50 Stück davon rings um die Schüssel platziert, alle anrufen und nach nur wenigen Einheiten, schwupps, Rührei. Ich ruf mal an hier. So. Vielleicht versuchen Sie es aber auch in Ihrem Wäschetrockner. Das hier ist eine Wasch-Trocken-Kombination, falls Sie sich wundern, warum da ein Bullauge ist. Eier in eine verschließbare Schüssel, auf höchste Trockenstufe stellen und wenige Umdrehungen später lecker Ei. Der Cineast hingegen wählt sicher lieber den Videorekorder. Eier in die passende Plastikschüssel, in den Schacht einführen, genau dort. Bisschen Sat.1 gucken und nach nur wenigen Werbeblöcken wird das Wohnzimmer auch schon von einem leckeren Duft erfüllt. Oder, Frau Ehlichmann? Na klar. Und wir riechen das bis hierhin. Und da stellt sich doch nur noch die Frage, womit wurde dieses Rührei zubereitet? Ist es A, die Sammlung von 50 Handys? Oder B, der Wäschetrockner? Oder C, der Videorekorder? Peter, du darfst als Erster ran. Du magst so gern Rührei. Das ist B, der Wäschetrockner.
Ach nee. Wieso das denn? Das ist doch eine Riesenschweinerei, oder? Ja, da ihr habt's ja. Also, warum nicht? Ja. Videorekorder schließt sich aus, weil Videorekorder. Ach so. Und nichts zu. Und nee, Handys? Ja, nee. Da kommt doch ziemlich viel Strahlung. Da kommt ziemlich viel Strahlung. Ich hatte auch schon ein dickes Ohr, deshalb benutze ich immer so ein Ding dran. Aber Handys, so viel Strahlung schaffen das nicht. Also das, nee, das glaube ich nicht. Außer man hat dann jetzt im Moment, da hat sie dann noch mit der Hand nachgeholfen. Sie hat nicht mit der Hand nachgeholfen. Nee, dann war es der Wäschetrockner auf jeden Fall, ja, natürlich. Du klingst sehr sicher, dann loggen wir jetzt für dich ein. B, den Wäschetrockner, Andrea. Ich finde, das klingt total beknackt, Wäschetrockner. Ich nehme mal den Videorekorder. Du wünschst dir jetzt, dass das geht, ja? Ja, ich wünsche mir, dass es geht. Es geht wahrscheinlich nicht. Nee? Warum geht das denn mit dem Videorekorder? Warum? Das wirst du gleich sehen, warum das geht. Ja, geht. Gut. Du willst den Videorekorder? Ja. Okay, dann nehmen wir den. Ja, Herr Buding, dann schalten Sie Ihr Spezialgerät mal ein. Ja, werfen wir doch als erstes mal einen Blick in unsere kleine Gesprächsrunde. Ja. Tja, also das sieht ungefähr so aus wie das Zeug, das Ihnen aus dem Ohr läuft, wenn Sie eine Weile mit Desiree Nick telefoniert haben. Aber Rührei ist das nicht. Ein Handy sendet bei höchster Leistungsstufe etwa 130 Milliwatt an der Antenne aus. 50 Handys senden also mit 6,5 Watt. Die Eier mitten in einem Kugelhaufen von 50 Handys gelegt, könnten so etwa 3% von deren Leistung aufnehmen. Das wären 0,2 Watt. Damit wird das Ei nicht einmal fühlbar warm. Antwort A stimmt also schon mal nicht. Aber vielleicht ist es ja der Videorekorder, auf dem ja auch schon mal der eine oder andere heiße Streifen läuft. Mal gucken. Was? Igittigittigitt. Tja, auch dieses Ergebnis kann den Eierfreund nicht wirklich zufriedenstellen. Klar, würde der Videorekorder die zur Gerinnung des Eigelbs benötigten Temperaturen leisten können, würden leider auch die empfindlichen Videobänder dahin schmelzen und verklumpen. Auch Antwort C ist Quatsch mit Soße, aber kein Rührei. Eigelb gerinnt bei ca. 62 Grad. Der Wäschetrockner leistet eine beständige Temperatur von 65 bis 75 Grad, was ihn zum perfekten Herdersatz in Sachen Rührei macht. Zumindest solange man kein Vertreter der These, das Auge ist mit ist. Apropos ist denn der erste Punkt nun schon vergeben, Frau Ehlichmann? Ja, wir sind ganz nah dran, aber vorher würde ich gerne wissen, du hast es gewusst, es schmeckt nicht so schlecht, oder? Nee, das ist gut. Das ist gut, da ist ja auch Gewürz dabei. Peter Lohmeier hat es gewusst, der Wäschetrockner war es. Er bekommt den Punkt und führt damit bei Clever 1-0. Ganz oft werden wir gefragt, woher habt ihr denn bei Clever immer die tollen Experimente? Wie kommt ihr auf die Ideen? Nun, ich kann es zugeben, ganz oft ist die Quelle das Internet. Da sind nämlich unsere Zuschauer fix unterwegs und geben uns den ein oder anderen Tipp, stellen viele kluge Fragen. Wenn Sie auch mal hinwollen, sat1.de anklicken und vielleicht sogar etwas gewinnen. Eine Frage, die uns da gestellt wurde, die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Da schrieb uns nämlich Lena, sie hat von ihrer Oma gehört, dass früher im Lippenstift ganz eklige Sachen drin gewesen sein sollen. Nur weiß die Oma leider nicht, was das war. Stimmt das eigentlich? Fragt Lena, was da drin war. Liebe Lena, das werden die Clever-Zuschauer und Peter und Andrea heute Abend für dich rausfinden. Kommen Sie mal mit zu Hause und ihr beide passt bitte genau auf. Gleich müsst ihr auf diese Frage eine Antwort finden. Wir wollen heute Abend von Ihnen wissen, was enthielten Glanzlippenstifte früher? Hören Sie sich das mal an. A. Fischschuppen von solchen Weißfischen pulverisiert und dann reingemischt. Ich finde, das klingt sehr skurril. Oder ist es B, Quecksilber, hochgiftiges Zeug, was früher in Fieberthermometern war? Da fällt die Auswahl wirklich schwer, das gebe ich zu. Aber es lohnt sich mitzumachen. Sie können immerhin 5.000 Euro gewinnen. Rufen Sie uns an. 0137 900 7000 ist unsere Telefonnummer. Und wenn Sie sagen, habe ich gar keine Ahnung, dann hören Sie doch mal, was Peter und Andrea dazu zu sagen haben. Andrea, du benutzt Lippenstift. Was glaubst du, was war da früher drin? Fischschuppen oder Quecksilber? Oh, ich glaube eher Fischschuppen. Ja? Denn Quecksilber ist einfach zu giftig. Mhm. Okay, ja. Du glaubst an die Kraft der Fischschuppe im Lippenstift, auf das verdammt, er glänzt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Oh Gott. Ja? 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 Okay, loggen wir für dich ein. Ich nehme an, du benutzt nicht allzu häufig Lippenstift, aber du hast vielleicht einen Tipp für uns. Naja, manchmal begehe ich nicht öfter Lippenstift. Aber ich
bin da nicht dran gestorben. Ich glaube Fischum. Ja, ja? Fischum. Ja, das. Doch Fischum. Hast du nochmal nachgeschmeckt? Ja, ja. Schmeckt dir das ein bisschen fischig? Na gut. Okay, dann loggen wir für dich ein, die Fischschuppen. Das ist ein eindeutiges Votum. Liebe Zuschauer, das könnte ein Tipp für Sie sein. Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist eingeblendet. Es soll Ihr Schaden nicht sein. 5.000 Euro sind für Sie obwohl, drin. Obwohl, kann ich noch mal ändern? Ja. Nee, jetzt ist... Okay. Jetzt ist eingeloggt. Zwei Stars, die Sie aus dem Fernsehen kennen, zu Gast hier. Da fragt man sich doch mal, wie leben die eigentlich privat? Wie sieht es bei denen zu Hause aus? Haben die eine kleine Wohnung oder ein großes Haus? Wie ist es bei dir, Peter? Ich habe eine Wohnung. Eine große Wohnung. Eine große Wohnung. Ja, wie viel Quadratmeter würdest du es uns verraten? Das muss ich noch nachzählen. Das sind 100, 200, 300, 146 Quadratmeter. Ja, das klingt gut. Ne? Und wie ist es bei dir? Wie wohnst du? Haus mit Garten vielleicht für die Kinder? Nee. Nee, leider nicht. Nee, auch große Wohnung. So Stein auf Stein oder ist auch ein bisschen Beton im Spiel? Das ist ja heutzutage sehr modern. Beton? Ja. Ja, das Haus ist aus Stein. Mhm. Das Haus ist aus Stein und in der Mitte sind Wände und die sind auch aus Stein. Und der Boden, der ist aus Holz. Aha. Holz. Mhm. Und wie ist dein Haus? Mein Haus ist aus Stein. Aus Stein, ja. Kommt auch ein bisschen Beton drin vor, was ja viele Leute nicht so richtig kuschelig finden. Hat nicht so das ganz schön. Tolle Image, wirkt eher kalt. Aber Beton kann jetzt was Neues. Ja, der Ungar Aaron Losonci hat etwas entwickelt und das ist fantastisch. Herr Boning gibt uns mal ein paar Tipps, was es sein könnte. Das ist er, der Losonci-Beton. Auf den ersten Blick völlig harmlos. Sieht aus, wie Beton nun mal aussieht. Betonig halt. Klingt auch so. Aber diese harmlos scheinenden Blöcke besitzen eine revolutionäre Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die nicht nur unsere Städte für immer verändern könnte, nein, auch mich und die ganze Welt und alles drumherum. Noch können Sie unter drei Eigenschaften auswählen. Zum Beispiel könnte dieser Beton so leicht sein, dass zwei erwachsene Männer genügen würden, um ein vierstöckiges Hochhaus, das aus diesem Beton gebaut wurde, anzuheben. Oder ist er möglicherweise total lichtdurchlässig. Und zwar so lichtdurchlässig, dass man den Schein einer normalen Glühbirne dahinter sehen kann. Oder ist er eventuell selbstreinigend, sodass Graffiti-Sprayer und Tauben mit Durchfall keine Chance mehr haben? Freulich, Mann. Das wäre natürlich wunderschön. Und hier kommt unsere Frage. Was ist das Besondere an diesem neuartigen Beton? A. Er ist extrem leicht. B. Er ist lichtdurchlässig. Oder C. Selbstreinigend. Peter. Ja, selbstreinigend Beton, extrem leicht. Extrem leicht. Ich denke, der Ungar hat einen Hang zur Leichtigkeit. Extrem ja. leicht, ja. 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 Okay, klingt sehr gut. Was wäre der Vorteil, wenn Beton extrem leicht wäre? Dann wäre nicht so schwer. Ja, zum Beispiel. Oder wenn man dagegen läuft, vielleicht ist es nicht so schmerzhaft. Ich weiß es nicht, aber das beeindruckt mich am meisten. Ja. Ja. Dann nehmen wir das. Okay, loggen wir für dich ein. Extrem leicht. Glaubst du das auch, Andrea? Mhm. Ach. Und das andere, also selbstreinigend fände ich persönlich wirklich fantastisch. Man müsste sich nicht mehr vor Graffiti fürchten. Lichtdurchlässig wäre großartig. Wäre großartig, glaube ich aber nicht. Ich denke auch extrem leicht, denn das wäre für Beton, glaube ich, wirklich wichtig, weil er so schwer zu schleppen ist. Also wär schön, wenn es sowas gäbe. Ja? Ja. Okay, ja, ja. Dann loggen wir das jetzt für dich ein. Ja. Herr Boning, Beinhart, klären Sie uns auf. Machen wir es kurz. Dieser Beton besitzt alle Eigenschaften, die normaler Beton besitzt. Er ist genauso schwer, genauso dicht und genauso flexibel einsetzbar. Aber er hat zusätzlich den Disco-Effekt. Licht aus. Wumm. Spot an. Ja. Und hier ist er, der absolute Hauptgewinner unter den Betons. Der lichtdurchlässige Litrakonbeton. Richtig ist also Antwort B. Damit Sie sehen, dass wir hier nicht einfach einen Schatten aufgemalt haben, kommen Sie mal mit. Ah, Fräulein Sarah, guten Abend. Hallo. Ja. Wie hat Aaron Losonci diese Revolution im Städtebau nun bewerkstelligt? Der Litrakonbeton besteht aus mehreren Schichten. Wie eine leckere Lasagne. Ah, ich habe hier ja so ein Stück, genau. Schauen Sie mal, nur dass statt Nudelteig und Hack hier Beton und Glas bzw. Kunststofffasern in eine Form gebracht wurden.
Das Problem liegt allerdings noch darin, die hauchfeinen Fasern mit einem Durchmesser von nur 2 Mikro bis 2 Millimetern bei der Herstellung so einzubetten, dass sie nicht brechen. Das macht den Beton auch noch sehr teuer. 1000-mal teurer als normaler Beton. Aber bald wird auch dieses Problem gelöst sein und unsere Städte werden in neuer Pracht noch einmal gebaut und das wird toll aussehen. Allerdings nicht so toll wie Sie, Frau Elichmann. Tja, leider ist der neuartige Beton nicht extrem leicht. Er ist auch nicht selbstreinigend. Das Licht dringt durch ihn hindurch. In dieser Runde gibt es keine Punkte. Peter Lohmeier führt hier weiterhin mit 1:0. Und nun haben Sie daheim noch mal die Chance, richtig abzukassieren hier bei Sat.1. 5.000 Euro können Sie gewinnen, wenn Sie die Antwort auf unsere Zuschauerfrage wissen. Rufen Sie uns an. Was enthielten Glanzlippenstifte früher? A. Fischschuppen. Da sind sich die beiden mittlerweile einig. Oder B. ist es doch Quecksilber. 0137 900 7000. Wir sind gleich wieder für Sie da. Dann gibt es eine Menge zu sehen und zu lachen. Bleiben Sie bei uns. Wieder hier ist Clever, die Show, die Wissenschaft. Heute mit Andrea Sawatzki und Peter Lohmeier. Und im Moment steht es für Peter Lohmeier 1:0. Wer die Sendung Clever regelmäßig schaut, der weiß, zwischen Herrn Boning und mir, das ist was ganz Besonderes. Das ist manchmal ein schwieriges Verhältnis, aber es gibt auch wunderbare Momente. Zum Beispiel dann, wenn er von seinen Forschungsreisen zurückkommt und mir etwas mitbringt. Manchmal sind das seltene Krankheiten. Diesmal ist das eine außergewöhnliche Überraschung. Eis. Und ich sage Ihnen, die Rückreise hier in der Tiefkühltruhe war anfangs gar nicht angenehm. Aber das Spezialeis, das ich aus den tiefsten Tiefen des Atlantiks hervorgeholt habe, ist so wertvoll, dass ich es keine Sekunde aus den Augen lassen wollte. Es handelt sich nämlich um das höchst geheimnisvolle Methanhydrat. Normales Eis am Stiel gibt's für 1 Euro. Eine Handvoll Methanhydrat kostet so viel wie Ihre ganze Wohnzimmereinrichtung, Frau Elichmann. Typisch Boning. Und morgen hat er es dann wieder an der Blase. Unsere Frage. Methanhydrateis aus dem Meer. A. Leuchtet. B. Brennt. Oder C. Rauscht. Andrea, was glaubst du? Nicht vorsagen hier aus dem Publikum. Also, brennen glaube ich nicht. Eis kann glaube ich nicht. Ist ja so eine Elementarentscheidung, die man jetzt treffen muss. Kann Eis überhaupt brennen? Ne? Das ist natürlich ein Spezialeis. Rauschen kann es auch nicht. Das wäre zum Beispiel wie eine Muschel, das die man aus dem Meer holt. So, wenn man die ans Ohr hält, dann rauscht die ja auch. Liebe noch leuchtet, das würde bedeuten, dass es vielleicht im Dunkeln bei Nacht ein bisschen phosphoresziert. Ich denke, es leuchtet. Ja? Ja. Ja? Ja, wenn du das glaubst, ja, dann loggen wir das ein. Mhm. A, es leuchtet. Ich würde mal sagen, hofft Andrea zu diesem Zeitpunkt. Okay, Peter, was hoffst du? Ich hoffe, dass Andrea einen Punkt kriegt und ich sage, deshalb brennt es. Ach was. Eis, das brennt, hast du schon mal gesehen? Nee, aber ich möchte das sehen. Ach so. Okay, ich kann das verstehen. Dann loggen wir das ein. Und ich bin gespannt, wen von euch beiden es jetzt eiskalt erwischt hat. Herr Boning. Methanhydrat ist ein Gemisch aus brennbarem Methangas und Wasser. Die Methangasatome sind quasi in einem Käfig eines aus Wasser gebildeten Gitters eingeschlossen. Dieser Vorgang ist nur bei bestimmten Temperaturen und Druckverhältnissen möglich. Die optimalen Bedingungen zur Bildung von Methanhydraten herrschen am Boden in bestimmten Meeresregionen. Das hier haben Forscher des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften an der Uni Kiel vor der norwegischen Küste in einer Tiefe von 500 Metern gefunden. So, dann wollen wir noch mal schauen, was das Eis kann. So, erstmal was hören. Ah, das kann auch an diesen Puscheln liegen. Moment. Bitte. Nee, ich halte es mal ans Mikro. Kein Rauschen, Stille. Antwort C ist schon mal Blödsinn. Also bitte mal Licht aus, Dunkelheit. Und? Leuchtet's? Nö.
Auch Antwort A ist falsch. Bleibt ja nur noch als richtige Antwort B übrig. Es brennt. Achtung, alle mal gucken. Ah, hier. Naja. Boah, stinkt. Wissenschaftler schätzen, dass das Energiepotenzial von Methanhydraten weitaus höher ist als das in Öl, Gas und Kohle. Es könnte also der Energieträger der Zukunft sein. Leider sind Methanhydrate aber auch nicht ganz ungefährlich. Rein theoretisch könnten nämlich Schiffe von einer losgelösten Gashydratblase zum Kentern gebracht werden. Manche meiner Kollegen vermuten sogar, dass gigantische Methanhydratblasen für das spurlose Verschwinden von Schiffen verantwortlich sein könnten. Werfen wir doch mal einen Blick in den Atlantik. Hier sehen wir den Ozean. Auf diesem Schiff hier wird übrigens gerade High Alarm Teil 2 gedreht. Mit Ralf Möller und Carsten Spengemann. Die beiden kloppen sich gerade unter Deck, wer Kathi Karrenbauer retten darf. So. Bei einer Verschiebung der Erdkruste kommt das Methanhydrat mit dem Meerwasser in Kontakt. Das Methan löst sich heraus und steigt in einer riesigen Gasblase an die Wasseroberfläche. Diesen Vorgang simulieren wir hier jetzt mal mit Druckluft. In einem solchen Wasser-Gas-Gemisch kann kein Schiff schwimmen. Der Auftrieb fehlt. Es sinkt wie ein Stein. Mal vormachen. Bitte schön. Rum, rum. Ja. Ja, jetzt hier. So. Spengemann gibt Möller noch eins auf die Schnauze. Und dann Blasenalarm. Hier, da, Feierabend. Oh. Schade, dass High Alarm 2 nun nicht fertig gedreht werden kann. Ich hatte mich schon so drauf gefreut. Bis vor wenigen Jahren hielt man das für die schlüssigste Theorie für das mysteriöse Verschwinden von Schiffen im Bermuda-Dreieck. Dann fand man raus, dass es in dieser Gegend gar keine Methanhydratvorkommen gibt. Dumm gelaufen, Frau Ehlichmann. Und ich vergebe hier mal schnell einen Punkt. Da hat nichts geleuchtet und es hat auch nichts gerauscht. Peter Lohmeier hat es gewusst, es hat gebrannt. Er macht den Punkt und führt mittlerweile mit 2:0. Und wenn Sie, meine Herren, heute sagen, die clever Zuschauerfrage, das ist mehr was für Frauen, da geht's um Lippenstift. Sie wollen doch auch 5.000 Euro gewinnen, also gucken Sie sich das noch mal an. Wir wollen von Ihnen wissen, was enthielten Glanz-Lippenstifte früher? A. Fischschuppen, das sagen diese beiden Kollegen hier. Oder B. Quecksilber, kann das wirklich sein? Rufen Sie uns an. 0137 900 7000 ist unsere Telefonnummer. Wie gesagt, 5.000 Euro können Sie hier und heute gewinnen. Es ist eigentlich ganz egal, was man versucht, wie sehr man sich auch wehrt. Irgendwann erwischt es einen wieder, dann hat man plötzlich einen Schnupfen oder eine Erkältung oder womöglich eine Grippe. Andrea, wenn es dich erwischt, greifst du dann direkt zu Medikamenten oder sagst du, das warte ich ganz in Ruhe ab? Ich hätte den super Tipp, aber den kann ich hier nicht sagen, das Warum ist Werbung, nicht? Ne? Ich sage es, Aspirinkomplex ist der Hammer. Ja? Nimm ich. Und dann bist du wieder fit. Drei täglich, drei Tage hintereinander und dann bin ich wieder fit. Ah, das ist nicht schlecht. Wie machst du das? Medikamente oder lieber abwarten? Nee, ganz anders. Biologisch, organisch. Also den Tipp kann ich auch. Ingwerwurzel und zwar schälen und dann und ganz kleine Stücke hacken und dann köcheln lassen. Also nicht kochen, sondern köcheln 20 Minuten. Und den Sud quasi kann man, wenn es einem zu scharf ist, mit Honig trinken, dann wird man gesund. Dann braucht man nie dieses teure Medikament. Aber das ist echte Lebenshilfe, die unsere Gäste hier spenden heute bei Clever. Ich zum Beispiel, ich muss zwanghaft immer den Beipackzettel lesen. Den lese ich und lese ich und lese die Risiken und Nebenwirkungen und dann habe ich das Gefühl, ich will das gar nicht mehr nehmen. Da gibt es ja noch ganz wunderbare Pillen, da ist nichts drin und die helfen trotzdem. Das sind Placebos und das sind uns natürlich die Liebsten. Apropos Liebster, Herr Boning. Placebo, was ist das eigentlich? Unter dem Placebo-Effekt versteht man das Auftreten einer therapeutischen Wirkung am Patienten bei der Gabe eines Medikaments ohne Wirkstoff. Auf Deutsch, der Arzt gibt Ihnen ein Medikament ohne Wirkstoffe, behauptet aber, davon werde man sofort gesund. Der Patient glaubt's und siehe da, der Husten geht weg. Übrigens, Placebo kommt aus dem Lateinischen. Sie wissen schon, diese Sprache, die die Römer bei Asterix immer sprechen. Alea jacta est und so. Placebo heißt auf Deutsch, ich werde gefallen. Verstehen Sie? Aus Sicht des Medikamentes. Wir haben mal untersucht, ob dieser Placebo-Effekt tatsächlich funktioniert. Hallo liebe Schmerzfreunde. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass die nun folgende Testreihe nichts für zart beseitete Zuschauer ist.
Das hier ist ein venezianischer Spiegel. Kennen wir alle zum Beispiel aus Agentenfilmen oder Pornoproduktionen. Von hier aus kann ich die Testpersonen genauestens beobachten. Die Testpersonen werden an ein handelsübliches Massagestromgerät angeschlossen, das wir allerdings optisch ein kleines bisschen aufgemotzt haben, damit es gefährlicher aussieht. An diesem Gerät kann man die Stromzufuhr kontinuierlich erhöhen bis zu einem maximalen Wert von ungefähr 20 Volt. Sobald das Kribbeln unangenehm wird, kann die Testperson durch einen Schlag auf den Buzzer die Stromzufuhr schlagartig abschalten. Im zweiten Versuch wird den Testpersonen dieses Gel auf die Haut gecremt. Das verwendet man zum Beispiel bei Ultraschalluntersuchungen, damit das Gerät besser flutscht. Man nennt es Kontaktgel. Das Gel besteht hauptsächlich aus Wasser und Glycerin und hat medizinisch überhaupt keine Wirkung. Den Testpersonen sagen wir jedoch, es handele sich um eine schmerzlindernde Salbe. Damit wir es nicht verwechseln, schreibe ich hier jetzt mal A drauf. Dieser Kandidat besticht schon mal durch eine stromlinienförmige Frisur. Jetzt fängt es an zu kitzeln. Jetzt wird es zu stark. Also das wäre jetzt für mich schon die absolute Aua-Obergrenze. Aber ich fange ja auch schon an zu leuchten, wenn ich nur mal eine Nacht rumstroh mache. Jetzt fängt es langsam an. Aber jetzt nicht so stark wie das davor. Der will wohl den Helden spielen. Das kribbelt ein bisschen. Aber es ist ganz angenehm. Jetzt wird es aber schon langsam unangenehm. Ich merke gar nichts. Hast du das Strom abgeschaltet oder gar nichts? Im dritten Durchgang nehmen wir jetzt dasselbe Gel, behaupten jedoch, es handele sich nicht um eine schmerzlindernde, sondern im Gegenteil um eine schmerzfördernde Salbe. Und damit das auch glaubwürdig ist, wische ich jetzt hier mal das A weg und schreibe stattdessen B hin. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass es sich bei all unseren Testpersonen ausschließlich um Freiwillige handelt. Das sind alle Mitglieder des Sadomaso-Clubs Lederstrumpf aus Haumich. Kann ich meine Muskeln nicht mehr selbst kontrollieren? Ist alles passiv? Naja, das muss jetzt nicht mehr sein. Hui. Boah, jetzt ist es langsam heftig. Ah, ich kann nicht hingucken. Okay, es reicht. So ausführlich diese Testreihe auch gewesen sein mag, ich bin mir sicher, da sind noch Fragen offen geblieben. Interessanter Versuch. Hat ja, wie wir gesehen haben, super geklappt bei allen Testpersonen. Wie wirksam so ein Placebo ist, hängt tatsächlich auch von seiner Darreichungsform ab. Und genau darum dreht sich jetzt eure nächste Frage. Wir wollen von euch wissen, wie sind Placebos am wirksamsten? A. Als Salbe. B als Kapsel oder C als Spritze. Peter, schmieren, schlucken oder pieksen. Was glaubst du? Als Kapsel. Als, ja, weil es hängt von der Krankheit ab. Also wogegen, denke ich, ein bisschen. Also wenn ich jetzt eine Salbe, wenn ich jetzt Kreuzbandriss hätte und da würde ich eine Salbe drauf tun, das würde als Placebo da am besten funktionieren. Aber ich glaube, der Mensch ist so visuell geeicht, dass er die Kapsel nimmt. Ich kenne das vom Essen, was man zu sich nimmt, wie das zubereitet ist. Da gibt es auch irgendwie sowas. Ich tippe mal auf die Kapsel. Hättest du bei so einem Versuch mitgemacht? Ja, finde ich spannend. Ja? Ja, sofort. Okay, guck mal, was sich noch machen lässt. Aber wir loggen das jetzt erstmal für dich ein. B, die Kapsel. Andrea. Mann, jetzt muss ich endlich mal einen Punkt kriegen. Also, Kapsel... Nicht. Kapsel ist zu bekannt, das weiß man ja, dass diese Placebo, das ist, glaube ich, ja... Dann nehmen wir die Spritze. Jetzt lass mich doch mal. Ja, ich nehme mal das C. Oh Gott, wenn das jetzt wieder nicht stimmt. Okay. Wir loggen jetzt ein, C, die Spritze, und ich würde sagen, Herr Dr. Boning, verschreiben Sie uns dreien doch jetzt mal was richtig Gutes. Ja, gerne.
Je nach Krankheitssymptom bewähren sich verschiedene Anwendungsformen. Bei Schlafstörungen wirken zum Beispiel leuchtend rote Gelatinekapseln besser als ein Schlaftrunk oder Tabletten. Für Dragees sind warme Rottöne oder gelbe oder bräunliche Färbung der Renner. Klingt jetzt sehr lustig, ist aber bitterer Ernst. Apropos, bittere Arzneien sind wirksamer als geschmacklose. Auch besonders kleine oder besonders große Pillen übertreffen die Wirksamkeit von Standardpillen. Das alles fand die Pharmaindustrie in zahlreichen Studien heraus. Um dem Patienten allerdings am wirkungsvollsten einzureden, er werde bald gesund, sollte man ihm eine Spritze in den Arm rammen. Die korrekte Antwort ist also C, die Spritze. Hierbei spielen offensichtlich frühere Erfahrungen mit echten Spritzen eine große Rolle. Man weiß, eine Spritze wird nur gesetzt, wenn ein besonders starkes Medikament schnell wirken soll. Die Regel scheint also zu lauten, je piekser, desto wirkt's. Spannend ist auch die Tatsache, dass eine Placebo-Spritze auch dann besser wirkt, wenn sie vom Arzt und nicht von der Krankenschwester gesetzt wird. Bei Massagen ist das übrigens genau umgekehrt. Apropos Massagen. Was ich schon lange massagen wollte, Sie sind echt Spritze, Frau Elichmann. Oh Gott. Ich glaube, dieser Punkt aus einer Spritze verabreicht, der tut richtig gut. Ne? Es ist der erste Punkt für Andrea Sawatzki. Nach wie vor führt aber Peter Lohmeier jetzt mit 2-1. Und wir drei Hübschen, wir begeben uns jetzt mal an die Tankstelle. Was wäre unser Leben eigentlich ohne Tankstelle? Also ich hätte sonntags keine Milch. Geht ihr da auch mal einkaufen an der Tankstelle? Nö, ich habe einen guten Bäcker. Ach so. Ich würde nie an der Tankstelle Milch kaufen, weil die ganzen Benzol-Geschichten irgendwie gehen in die Milch rein, außerdem in die Süßigkeit, überall wo Milch drin ist, mache ich nicht. Okay, also, dann mache ich das jetzt auch nicht mehr. Ja. Dann sprechen wir vielleicht lieber über das, was man an der Tankstelle nicht machen sollte. Also vielleicht dann auch keine Brötchen kaufen, die Milch nicht nehmen. Tanken könnte man aber schon, ne? Tanken könnte man, mitunter. Ja. Aber ja, es gibt so ein paar Verbote, was man nicht machen darf an der Tankstelle. Wisst ihr das? Mhm. Rauchen. Das ist sehr verboten, das stimmt. Da hängen Schilder, da hat man das Gefühl, es explodiert gleich alles, wenn man an der Tankstelle raucht. Hast du es schon mal gemacht? Ja, klar. Echt? Ja, weil ich eben gerne Sachen ausprobiere. Und was ist passiert? Es gab einen netten Menschen, der hat mich darauf hingewiesen, dass ich nicht rauchen sollte. Und dann habe ich die Zigarette ausgemacht. Aber im Aschenbecher im Auto. So. Ah. Und ja, ich meine, das Problem ist ja auch, wenn man Aschenbecher leert zum Beispiel. Wo macht man das? Das macht man auch meist, wenn man das Auto sauber macht an der Tankstelle. Und das auch, muss man auch gucken, dass die alle aus sind, die Zigaretten. Oh, das wollte ich damit sagen. Ja. Ja. Aber das wurmt dich doch noch. Du wüsstest es schon gerne, was passiert, wenn man die Kippe mal so wegflitscht. Dann hätte ich nämlich jetzt für, was für dich. Schau dir das mal an. Das kann passieren, wenn man an einer Tankstelle raucht. Hier führt uns die konkret krasse, kunterbunte Westküsten-Kinoklicke wieder einmal an der Nase herum. Um Benzin derart explosionsartig zur Explosion zu bringen, müssen nämlich ganz andere Voraussetzungen gegeben sein. Ich zeige Ihnen das mal kurz. In dieser Schale hier ist Benzin und in diesem Mund ist eine brennende Zigarette. So, bringen wir nun mal beide zusammen. Haben Sie es gesehen? Die Kippe geht aus. Das Gefährliche am Benzin sind nämlich die Dämpfe, nicht die Flüssigkeit an sich. Aber dazu gleich mehr. Trotzdem, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Wenn ihr schon ohne Führerschein mit Papas Auto zur Tanke fahrt, um Bier zu kaufen, nicht auch noch die Kippe einfach wegschnippen. Aber wie werden nun solche Szenen gedreht? Wenn es doch mit Benzin gar nicht geht. Um diesen beeindruckenden Effekt einer explodierenden Tankstelle zu erzielen, muss man also ein bisschen tricksen und was anderes nehmen als Benzin. Drei Möglichkeiten haben wir hier mal für Sie abgefüllt. In diesem Kanister hier befindet sich Kerosin. Das steckt in den Flügeln Ihres Ferienfliegers und treibt die Turbinen an. Die zweite flüssige Gefahr lauert in diesem Behälter hier. Es handelt sich um Ethanol.
Ethanol wird unter anderem aus Zuckerrohr gewonnen und treibt in Brasilien mittlerweile 3 Millionen Pkw an. Dort hinten der Kollege hat uns etwas Diesel mitgebracht. Nicht nur, weil es billiger ist als Benzin, nein, auch weil es der Frage gut tut. Frau Ehlichmann. Kleines Quiz zwischendurch. Ihr habt eben gesehen den Filmausschnitt. Wisst ihr, aus welchem Film das war? Erkennt man sowas als Schauspieler sofort? Terminator? Nicht ganz. Zu teuer? Ja. Psycho? Nee. Nicht Psycho, die Vögel? Nee. Nein, das war schwarz-weiß. Was? Nee, ich habe jetzt die Frage falsch verstanden. Der Filmausschnitt mit der Tankstelle. Wo das in die Luft geflogen ist. Es war auf jeden Fall ein Hitchcock. Nee, das war in Wirklichkeit Romeo und Julia in der neuen Version. Shakespeare. Ach so, mit Leonardo. Mhm. Aber Hitchcock auch. Aber tatsächlich bei den Vögeln, das hast du richtig erkannt, da explodiert auch eine Tankstelle. Das ist nicht unbedingt der berühmteste Ausschnitt aus diesem Film. Das stimmt allerdings. Das ist doch egal. Ja, nun zankt euch nicht. Gut. Bitte nicht an dieser Stelle. Weil ihr müsst ja noch eine andere wichtige Frage beantworten, für die es einen Punkt geben könnte, wenn ihr sie denn richtig beantwortet. Wir wollen von euch wissen, welcher Kraftstoff ist bei 20 Grad Celsius durch eine Zigarette entflammbar? Oh Gott. A. Kerosin. B. Ethanol. Oder C. Diesel. Was tankst du denn, Andrea? Hast du Erfahrung mit Diesel? Benzin bleifrei. Ja, ist leider nicht dabei, hat aber eben nicht gebrannt, haben wir gesehen. Bleibt noch Kerosin, Ethanol und Diesel. Bin ich jetzt dran? Mhm. Ach, du brauchst ja gerade. Das sind genau die richtigen Fragen. Ist ja schon so mitten aus dem Leben, von der Tankstelle sozusagen geholt. Kerosin. Was? Ethanol war jetzt so ein Alkohol, ne? Mhm. Kerosin war. Flugzeug? Flugzeug, oh ja. Diesel, Trecker. Ich meine, Kerosin kann explodieren. Ist 20 Grad die Raumtemperatur oder die Temperatur des Stoffes, also der darauf erhitzt wird? Nee, das ist die Temperatur des Stoffes. Des Stoffes. Raumtemperatur. Mhm. Ja, dann ist klar. Ja, du bist gleich dran. Nun warten wir ab. Dann ist es dir schon wieder klar? Ja, natürlich. Oh Mann, oh Mann. ich glaube, ich muss einfach raten. Was klingt denn für dich am gefährlichsten? Kerosin. Mhm. Ich nehme einfach Kerosin. Das ist bestimmt falsch. Ich nehme Kerosin. Ja. Es klingt so leidend. Aber du nimmst es? Ja, ich weiß nicht. Ich muss wirklich raten. Keine Ahnung. Das ist ja manchmal nicht schlecht. Mach's mal. Mach du mal. Kerosin? Jetzt? Ah, Peter, einloggen? Ja, einloggen. Okay. Sternchen in den Augen. Nein, ich muss ja ihr recht geben. Sie will ja einen Punkt haben, ich will auch einen Punkt haben. Nehmen wir beide Kerosin. Ehrlich? Ja, weil ich stelle mir vor, also wenn so ein Flugzeug fliegt, da oben ist es kalt genug, dass man da keine Angst haben muss. Auch im Flugzeug Kippe aus dem Fenster werfen, habe ich auch probiert, ging nicht. Fenster nicht kaputt gekriegt. Einmal habe ich Tür aufgekriegt, habe ich draußen gehangen. Nee, ich glaube wirklich Kerosin, weil Ethanol, Diesel auch nicht, nee. Aber Diesel unterschätzt du jetzt gerade ziemlich, oder? Tausende von Landwirten würden jetzt vielleicht sagen, warum nimmt er nicht den Diesel, der Lohmeier? Ja, weil die wissen ja Bescheid. Wie viele Landwirte gibt es, die noch qualmen? Da darf man ja noch qualmen auf dem Land. Also in der Stadt gibt es das ja nicht mehr. Also Kerosin. Okay. Ja? Auch Peter sagt Kerosin, das loggen wir ordnungsgemäß ein. Tja, Herr Boning, dann fackeln Sie die alte Kiste doch einfach ab. Tja, dann gebe ich jetzt mal das Zeichen für den Kollegen Professor Björn. So, einfach mal rein damit. Aus sicherer Entfernung ist vielleicht besser. Kerosin in die Pfanne und dann Zigarette ins Kerosin. Ich stelle mich mal hinter Sie, bitte. Ja. Aha. Null Reaktion. Niente Explosion. No Explosion. Pas Explosion. Kerosin. Zero Point. Antwort A ist schon mal falsch. Das Zeichen für Dr. Timo lautet demnach Diesel in den Pott und dann, wenn das erledigt ist, Feuer frei. Ich gehe auch mal besser hier etwas nach hinten. Auch nicht. Aha, ja. Auch hier wird lediglich die Zigarette gelöscht. Der Dieselkraftstoff lässt sich nicht von ihr anmachen. Antwort C stimmt auch nicht.
So, dann würde ich mal sagen, die Notausgänge befinden sich rechts und links und in der Mitte hinter Ihnen, meine Damen und Herren. Draußen wartet die Feuerwehr mit ihren roten Autos. Bei drei sollten Sie sich jedoch entschieden haben, ob Sie dem Ergebnis des Versuchs beiwohnen wollen oder nicht. Dann schließen wir nämlich die Studiotüren ab. Okay, drei. Dann mal los, Professor Heiner. Ja. Wow. Hm. Kann man rangehen? Ja. Hopsa. Das geht ja ab hier. Somit steht fest, in Hollywood sprengt man Tanken mit Ethanol in die Luft und die richtige Antwort lautet B. Was macht den Bums im Ethanol nun aus? Beginnen wir doch mal bei Adam und Eva. Um einen Brand auszulösen, sind drei Komponenten notwendig. Ein brennbarer Stoff, Sauerstoff, ah ja, ist richtig, und eine Zündquelle. Fehlt eine dieser Zutaten, bleibt das Feuer aus. Wie schon erwähnt, brennt nicht der Kraftstoff an sich, sondern seine Dämpfe. Wichtig ist hierbei das korrekte Mischungsverhältnis von Sauerstoff und Kraftstoffdampf. Diesel und Kerosin entwickeln überhaupt erst bei Temperaturen über 50 Grad Dämpfe. Benzin entwickelt zwar bereits ab minus 20 Grad gefährliche Dämpfe, aber das Mischungsverhältnis, bei dem bereits eine glühende Zigarette für den richtigen Feuereffekt sorgt, stimmt hier nur beim Ethanol. Und zwar bereits ab einer Temperatur von 11 Grad. Trotzdem möchte ich nochmal eindringlich davor warnen, mit Feuer und Benzin zu hantieren. Denn es ist und bleibt gefährlich. Übrigens verwenden die in Hollywood kein reines Ethanol zum Abfackeln, sondern Brandpasten auf Ethanolbasis. Das lässt sich besser kontrollieren. Frau Elichmann. Da haben sich in dieser Runde Peter und Andrea ein bisschen vertippt. Das bedeutet keine Punkte. Und es steht hier bei Clever weiterhin 2-1. Und mit Ihnen zu Hause möchte ich ein ernsthaftes Wort reden. Machen Sie das nie nicht nach. Zu keiner Zeit, an keinem Ort. Denn am Ende, wenn was passiert, sind Sie mit Sicherheit selber schuld. Finger weg. Lieber Finger ans Telefon. Rufen Sie uns an. 0137 900 7000. Macht doch viel mehr Spaß, Geld zu gewinnen bei unserer Zuschauerfrage. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was enthielten früher Glanzlippenstifte? A. Fischschuppen, da sind sich meine Kandidaten sehr einig. Oder B. giftiges Quecksilber. 5000 Euro. Ich finde, dafür kann man schon mal anrufen. Wir sind gleich wieder für Sie da mit der Antwort auf diese Frage. Bleiben Sie bei uns. Schön, dass Sie wieder da sind. Hier ist Clever. Hier sind Andrea Sawatzki und Peter Lohmeier. Und die sind genauso gespannt wie Sie daheim. Die wollen nämlich die Antwort auf unsere Zuschauerfrage wissen. Gucken, ob Sie einen Punkt machen. Hier kommt noch mal die Frage. Was enthielten Glanzlippenstifte früher? A. Fischschuppen oder B. Quecksilber, Herr Boning? Klären Sie uns doch mal auf. So blöd, hochgiftiges Quecksilber in ein Kosmetikum zu mischen, war selbst die Schminkindustrie in den wilden 20er Jahren nicht. Nein, Antwort B kann man sich abschminken. Antwort A ist richtig. Fischschuppen, tatsächlich, ja. Fischschuppen waren tatsächlich während der 20er und 30er Jahre das bevorzugte Perlglanzpigment der Lippenstifthersteller. Die Schuppen stammten übrigens von Weißfischen, wie diesen jungen Rotaugen hier in dem Aquarium. Heutzutage werden Perlglanzpigmente aus Metallen und Metalloxiden künstlich hergestellt. Wenn man nun weiß, dass die Damen früher mit Fisch auf den Lippen gelockt haben, wird auch klar, warum man bei seiner Ex von einer Verflossenen redet. Wo wir gerade bei Flossen sind, ich will jetzt mal dem heutigen Gewinner die Hand drücken, Frau Elichmann. Wer ist es denn? Einen Moment noch, Herr Boning. Zuerst möchte ich noch ein persönliches Wort an Lena richten, die uns ja diese Frage geschickt hat. Also Lena, sagt der Omi, das waren die Fischschuppen früher und heute kannst du dir ganz in Ruhe und besonnen den Mund schminken, da ist nichts Ekliges mehr drin. Peter Lohmeier und Andrea Sawatzki haben es beide gewusst, sind auf die Fischschuppen gekommen, bekommen beide einen Punkt. Aber der Endstand 3-2 für Peter Lohmeier. Er ist unser Clever Champion heute Abend. Herzlichen Glückwunsch. Andrea, dir vielen Dank fürs Mitspielen. Und Ihnen zu Hause meine allerherzlichsten Glückwünsche. Sie haben die 5000 Euro gewonnen. Gucken Sie mal, wir blenden Sie jetzt ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ihnen vielen Dank, Herr Boning, für die wunderbaren Erklärungen. Ach, danke, nicht der Rede wert. Danke. Und bleiben Sie neugierig. Tschüss, bis bald.